Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum ihr nur ein schwarzes Bild seht. Kurz und knapp, ich habe vor circa 2 Stunden meine Vlogging-Kamera verkauft. Es war sehr, sehr spontan. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es alles so schnell geht. Deswegen werde ich dieses Video mit meinem Handy drehen. Sorry schon mal vorab für die schlechte Audioqualität, aber ich muss euch jetzt noch unbedingt was Geiles zeigen. Deswegen bleibt gerne dran. Ich switch jetzt an mein Handy, beziehungsweise ihr bekommt jetzt eine Handyaufnahme. Und ja, ich muss euch was zeigen. So Leute, willkommen zu diesem Video. Jetzt muss ich mich erstmal kurz setzen. Ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum ich hier mit meinem Handy filme, beziehungsweise ich filme gerade hier alles mit meinem Handy. Der Grund ist, ich habe sehr, sehr spontan gestern meine Vlogging-Kamera verkauft. Ich habe gerade keine andere Möglichkeit, euch ein kurzes Update-Video zu geben, außer hier mit der Kamera von meinem Handy. Ich hoffe deswegen, es passt einigermaßen. Das Ätzende ist nur, mir fault hier langsam der Arm schon ab. Und zwar habe ich gestern, also ich weiß nicht, wann ihr das Video sehen werdet, aber ich habe gestern sehr, sehr spontan meine Vlogging-Kamera verkauft. Und die einen oder anderen haben es ja mitbekommen, die meine Videos schon länger verfolgen. Ich war nicht mehr 100% zufrieden mit dieser Kamera, weil ich kein externes Mikrofon anschließen konnte. Das heißt, ich konnte zwar die ganzen FL Studio Videos abdrehen, beziehungsweise am PC abdrehen, weil ich den Ton dann über dieses externe Mikrofon genommen habe. Aber ich konnte nie hier normale Vlogs bringen, beziehungsweise hier zum Beispiel von meinem DJ-Controller. Habe ich zwar schon mal gemacht, aber die Audioqualität war so dermaßen scheiße. Und ich habe mir zwar überlegt, oder beziehungsweise mein erster Gedanke wäre gewesen, ich kaufe mir so ein Ansteckmikrofon, nimm die Audio dann über mein Handy auf, das Bild dann von der Sony-Kamera, schneide es dann irgendwie zusammen und lade es dann so hoch als Vlog. Aber das größte Problem ist, wenn zum Beispiel der Flo dabei ist oder mehrere Personen, hätte ich jedem so ein Ansteckmikrofon kaufen müssen. Ich weiß, es gibt zwar noch andere Möglichkeiten, aber ihr wisst ungefähr, was ich meine. Das heißt, ich hätte 3 Mikrofone kaufen müssen, dass ich halt eine gute Audioqualität bekomme. Aber ich habe sie vor circa einem Monat jetzt online gestellt auf eBay Kleinanzeigen. Gestern hat mir ein Interessent geschrieben, ja, er würde sie gerne mal anschauen und eventuell auch kaufen. Wie gesagt, Leute, heute gibt es echt nur ein kurzes Update-Video, damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Ich hätte zwar dieses Video jetzt auch hier mit meiner Canon-Kamera filmen können, aber die Qualität ist noch miserabler als von meinem Handy. Außer die Fotos, also beziehungsweise Fotos kriegt man mit dieser Kamera echt noch gut hin, obwohl die schon bisschen älter ist, aber 50 mm, da geht schon einiges. Ist aber gar nicht das Thema, Leute. Ich wollte euch einfach mitteilen, ich habe meine Sony-Kamera verkauft, sehr, sehr spontan, habe sehr gutes Geld bekommen noch für diese Kamera und habe mir jetzt überlegt, was kann ich jetzt machen, um wieder neue Videos für euch zu produzieren. Da gab es nur eine Möglichkeit und zwar, Luis hat sich ins Auto gehockt, ist an dem gleichen Tag, also gestern, spontan zum Mediamarkt noch gefahren. Es war, glaube ich, schon 18:30 Uhr, um 19 Uhr macht der Mediamarkt zu. Und habe mich noch schnell beraten lassen, was die denn alles so da haben an Kameras, was man mir so empfehlen kann fürs Filmen, das heißt auch für Vlogging und auch für Fotos. Ich habe mich natürlich schon ein bisschen schlau gemacht, welche Kamera ich mir nach dieser kleinen Vlogging-Kamera, also beziehungsweise nach dieser Sony-Kamera kaufen will und kaufen werde. Und ich bin halt, wie gesagt, zum Mediamarkt gefahren, habe mich nochmal beraten lassen, welche Kamera kannst du mir empfehlen. Dann hat er mir ein paar gezeigt. Das Ende vom Lied ist, wie gesagt, das war sehr, sehr spontan. Das Ende vom Lied ist, ich bin so glücklich, Leute. Luis hat sich eine neue Kamera gekauft und nicht irgendeine und nicht wieder irgendeine Kamera mit schlechter Audioqualität. Das heißt, wo ich kein externes Mikrofon anschließen kann. Nein, ich habe mir eine Sony A6400 gekauft. Es ist ja eigentlich so mit das neueste Modell oder einer der neuesten Modelle von Sony, beziehungsweise von der A-Reihe. Und ein Unboxing wird es noch geben. Das heißt, wir werden im nächsten Video, da wird der Flo auch dabei sein, ein kleines Unboxing machen und die ersten Videotests damit drehen, beziehungsweise das erste Video damit drehen und schauen, wie gut diese Kamera ist. Ich habe natürlich schon etliche
Reviews angeschaut, beziehungsweise Testvideos über diese Kamera. Ihr wisst, es gibt zigtausende Kameras gerade auf dem Markt und da verliert man echt schnell den Überblick. Ich habe mich echt an Sony gehalten, weil ich so zufrieden war mit dem Autofokus und einfach von der Bildqualität. Und ich habe mir die Sony A6400 gekauft. Das Geile daran ist, es ist ein Objektiv sogar dabei. Klar, das Standardobjektiv ist ja, ist ja nicht so das Beste. Aber Leute, ich glaube, das reicht jetzt für den Anfang, für die ersten Vlogs. Und das Allerbeste von allem ist, ich kann endlich ein Mikrofon anschließen. Hätte ich zwar hier über diese Canon-Kamera auch machen können, aber die ist jetzt schon 5 Jahre, 6 Jahre alt und die bringt einfach lang nicht die Bildqualität wie diese Sony-Kamera. Und ich bin mega happy. Und das Beste von allem ist, sie war auch noch genau gestern im Angebot, wo ich sie gekauft habe. Ich kann euch eins sagen, Leute. Mit dieser Kamera werden sehr, sehr viele Vlogs gedreht. Es werden sehr, sehr viele FL Studio Videos noch kommen, das heißt Tutorials und so weiter. Aber es werden auch normale Vlogs kommen und dann wird es hier so richtig scheppern hier auf meinem Kanal. Deswegen, Leute, seid gespannt. Ich habe große Pläne, ich habe große Projekte mir vorgenommen und ich glaube, mit dieser Kamera kann ich das alles umsetzen. Ja, Leute, ich wollte euch, wie gesagt, einfach ein kurzes Update geben. Ich habe jetzt eine neue Kamera, deswegen kam in den letzten 2-3 Tagen kein Vlog von mir, weil ich hatte keine Möglichkeit, einen Vlog zu drehen für euch, außer einem Handy, aber das will ich euch nicht antun. Wie gesagt, Unboxing kommt bald, Leute. Ich wollte es zwar jetzt schon mit euch zusammen aufmachen, bloß das Mikrofon, was ich mir dazu bestellt habe, wird erst morgen geliefert. Deswegen, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat und wenn ihr Bock habt auf fett geile Projekte, auf Remixe, auf How to Make a Bootlegs, was so und so weitergehen wird und hier Studio Vlogs, das heißt, hier wird sich auch noch viel verändern. Der Umbau, der Tisch, neue Absorber an die Decke und an die Wände. Leute, wenn ihr drauf Bock habt, gebt mir jetzt einen knackigen Daumen nach oben. Schreibt mir gerne irgendeinen Kommentar unter dieses Video, wenn ihr Bock habt. Ich melde mich jetzt schon wieder ab. Ich wollte eigentlich das Video so kurz wie möglich halten, weil ich will euch das Ganze jetzt nicht antun. Und ich habe jetzt eigentlich eine Profikamera mit Standardobjektiv, wo ich mega glücklich bin. Und wie gesagt, morgen kommt das Mikrofon und dann scheppert es hier ordentlich. Dann geht es hier richtig ab. Dann geben wir 110% Vollgas. Ich melde mich jetzt ab, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das waren geile Nachrichten für euch. Und ich bin mega happy. Wir sehen uns zum nächsten Video, hoffe ich mal. Und genau, in diesem Sinne, das habe ich schon gesagt, oder? Ja, das habe ich schon gesagt. Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ja!